Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es dieses leckere Ofengericht mit Hackbällchen und Champignons. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Ich fange als erstes mit den Hackbällchen an. Ich habe hier 650 Gramm Hackfleisch. Ein Ei kommt dazu. 3 Esslöffel Paniermehl, eine geriebene Zwiebel und hier sind die Gewürze. Ich benutze 1 Teelöffel rote Paprika, 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1,5 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Pfeffer. Das wird jetzt alles erstmal gut verknetet. So, ich forme jetzt walnussgroße Bälle. So, die Hackbällchen habe ich jetzt fertig gerollt. Die kommen jetzt auf ein Backblech. Da kommt jetzt Olivenöl drauf. Da tue ich jetzt die Hackbällchen rauf. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 230 Grad Ober-Unterhitze und da werden die Hackbällchen jetzt ca. 10 Minuten backen. Während die Hackbällchen im Backofen sind, mache ich schon mal den Rest fertig. Und zwar nehme ich ein bisschen Olivenöl. Hier habe ich 400 Gramm gewaschene Champignons. Die kommen in das Öl, die werde ich nur ganz kurz so ein bisschen schwenken. So circa 5 Minuten. Und dann geht's weiter. Jetzt kommt noch ein bisschen Butter dazu. Ein Teelöffel Thymian. Ich habe den Herd jetzt ausgeschaltet, die Champignons sind jetzt erstmal fertig. Die kommen gleich zu den Hackbällchen mit aufs Backblech. So, die Hackbällchen brutzeln schon richtig gut. Jetzt tue ich die Champignons dazwischen. Den leckeren Saft von den Champignons, den wollen wir natürlich nicht vergeuden. Das kommt auch noch dazu. Das kommt jetzt für weitere 10 Minuten in den Backofen. Währenddessen mache ich schon mal die Soße. Die ist ganz einfach. Ich nehme einfach dieselbe Pfanne, in der ich die Champignons angebraten habe. Ich tue ein bisschen Olivenöl dazu, ungefähr einen Esslöffel. Dann habe ich hier Paprikamark, einen Esslöffel. Tomatenmark. Auch einen Esslöffel. Wenn ihr keinen Paprikamark findet, dann nehmt einfach 2 Esslöffel Tomatenmark. Das brutzelt hier jetzt so ein bisschen. Dazu kommt jetzt die Sahne. Das sind ungefähr 250 Milliliter. Und ich bin mal so frei. Ich nehme heute mal einen Brühwürfel. Ich wollte das eigentlich gar nicht filmen, aber da das so lecker ist, dachte ich dann spontan, ach was, schaltest du die Kamera an? Aber ich habe jetzt die Softbox nicht aufgebaut, also die Lichtbox, und deswegen ist das Licht ein bisschen schlecht, tut mir leid. Dazu kommt jetzt noch ungefähr 100 Milliliter Wasser. So, jetzt ist die Soße auch schon fertig.
Jetzt kommen die Hackbällchen und die Champignons aus dem Backofen und dann werde ich sie mit der Soße übergießen. So, ich habe hier jetzt noch grüne Chili-Paprika. Das ist optional. Wer es nicht mag, der lässt es einfach. Es geht auch ohne. Wir essen aber sehr gerne scharf, deswegen kommen die jetzt auch noch da drauf. Und zu guter Letzt habe ich hier jetzt noch 150 Gramm geriebenen Käse. Der kommt jetzt auch noch darüber. Ich finde, es sieht jetzt schon richtig schön aus. So, das Essen kommt jetzt nochmal für 15 bis 20 Minuten in den Backofen. So, die Hackbällchen waren jetzt 15 Minuten nochmal im Backofen, zusammen mit der Soße und den Champignons. Und schaut mal, das sieht doch wirklich total lecker aus. Das ist wirklich ein Wohlfühlessen und es ist wirklich einfach gemacht. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.